Ich hoffe, Sie können mein Bildschirm auch bereits sehen. Wunderbar. Ich habe schon als Überschrift gewählt. Ist ein bisschen lang für einen Titel, aber ich glaube, es fasst die aktuelle Situation sehr gut zusammen. Wenn extreme Ereignisse gut zu begründen sind, dann ist es schwer, die Mitte zu halten. Und losgelöst von allen Markteinschätzungen, Marktkommentaren, den Diskussionen darüber, welcher Virologe nun Recht hat oder inwieweit die Maßnahmen der verschiedenen Länder angemessen oder vielleicht zu hoch oder zu niedrig sind, ist, glaube ich, wichtig, sich klar zu machen, dass Sie in Bezug auf die Kapitalanlage immer darauf achten sollten, dass Sie die Ausgangssituation, die sich auf Basis Ihrer persönlichen Finanzplanung, auf Basis der persönlichen Präferenzen bezüglich der Vermögensstrukturierung, dass das die Ausgangsbasis für sämtliche Entscheidungen ist. Und das zeigt, glaube ich, auch wieder diese Situation am Kapitalmarkt. Es ist sehr wichtig, die Finanzplanung mit der Vermögensstrukturierung zu verknüpfen, um hier in diesen bewegten Zeiten dann doch vielleicht nicht die wesentlichen Aspekte aus dem Auge zu verlieren. Wir steigen zunächst kurz ein, schauen uns Wirtschaft und Kapitalmärkte an. Es war ja wieder eine Woche der besonderen Ereignisse, respektive vielleicht auch von Bewegungen, die gar nicht so sehr zu den Nachrichten gepasst haben. Und ich steige direkt mal ein mit dem IFO-Geschäftsklimaindex. Sie wissen, hier werden rund 7000 Unternehmen in Deutschland befragt. Sie sehen das hier dargestellt in Türkis. Das ist das zusammengefasste Geschäftsklima. In Blau sehen Sie die Erwartungen für die nächsten Monate und in Rot sehen Sie die aktuellen Lage. Und ich glaube, es ist ganz interessant, sich auch nochmal klar zu machen, dass wir auch insbesondere in Deutschland, wir bereits vor der Corona-Krise, vor diesem künstlichen Schlaf, in den die Regierung und die Staaten die globale Wirtschaft versetzt haben, wir bereits Bewegungen hatten, die sich tendenziell etwas nach unten bewegt haben. Deutschland ja auf Basis der offiziellen Daten zur Wirtschaftsleistung ja im Jahr 2019 nur knapp an einer Rezession vorbeigeschrammt. Und nun können Sie das entsprechend hier nachvollziehen, dann die Bewegung nach unten. Die Bewegung hat schon länger auch eingesetzt, wenn wir es an diesem Indikator festmachen und nun dieser massive und harte Schlag im Endeffekt nach unten. Sie können das hier auch nochmal sehr gut nachvollziehen anhand der Daten natürlich für den konkreten Monat. Also das ist natürlich schon ein extremes Ereignis und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir diesen grauen Balken, den Sie hier sehen, respektive natürlich, den wir besonders auch im Rahmen der Finanzkrise gesehen haben, das etwas, das werden wir jetzt heute auch wieder haben. Dieser graue Balken ist nichts anderes als eine Rezession in Deutschland. Die Kernfrage, die wir uns lediglich noch stellen müssen, ist, wie breit wird dieser Balken? Also wie lang wird diese Rezession anhalten? Das ist das eine. Und natürlich auch, wie tief wird diese Rezession sein? Denken Sie immer daran, diese Rezession ist ohne historisches Beispiel. Wir haben keinen Krieg, wir haben keinen Atomunfall, wir haben keine zerstörten Produktionskapazitäten. Wir haben nicht den Fall, dass sich das Angebot an Arbeitskräften hier reduziert hat, weil viele Hunderttausende in den Krieg gezogen sind und nicht alle kamen zurück. Also von daher diese Rezession und auch die Analogien zu 1929, zu dem Zweiten Weltkrieg und Ähnliches, die sind natürlich sehr schwer greifbar. Die Ausgangsbedingungen sind immer andere. Also von daher denken Sie bitte immer daran, wenn Sie sich Meinungen anschauen, wenn Sie Analogien betrachten, dass sich die Situation ja doch durchaus auch anders darstellt. Wenn wir das Ganze weiter betrachten und man schaut sich insbesondere auch die Ergebnisse an, dann haben Sie momentan die Weltbank, den Internationalen Währungsfonds, die Notenbanken und. Sie haben eine Vielzahl an Institutionen, an Personen, an Volkswirten, Analysten, die natürlich nun versuchen, Prognosen abzugeben. Ich habe Ihnen hier aktuell die Daten des Internationalen Währungsfonds mal dargestellt. Sie können das sehen. Auch hier der Vergleich zur globalen Finanzkrise aus dem Jahr 2009. Und Sie sehen hier in dunkelblau dargestellt die erwartete Veränderung im Jahr 2020, in diesem sogenannten Great Lockdown. Also wir werden hier wahrscheinlich dann die Abkürzung bekommen der GLD, der G für Great, L für Lock und D für Down. Also die Analogie auch zur globalen Finanzkrise, die man auch als GFC bezeichnet. Also eben auch wieder hier die Anfangsbuchstaben. Und da sehen Sie schon in der Analogie im Jahr 2009 hatten wir zumindest einen positiven Wachstumsbeitrag aus den aufstrebenden Schwellenländern. Auch damals China hat natürlich extrem stark stimuliert, hat über Programme in die Konjunkturentwicklung hier eingegriffen. Also dementsprechend eine unterschiedliche Entwicklung von Industrienationen zu aufstrebenden Schwellenländern. Und Sie sehen jetzt schon hier die Prognose
im Jahr 2020, da hat sich das deutlich verändert, dieses Bild. Wir sehen zum einen, dass das Ausmaß der Bewegung nach unten deutlich stärker ist im Vergleich zur Finanzkrise, aber auch die Schwellenländer, die aufstrebenden Nationen, die sind hier stark getroffen. Wir haben für sehr stark verschuldete Länder das Thema Schuldenerlass, das diskutiert wird. Also wir sehen schon dieses Ausmaß und im unteren Bild sehen Sie das nochmal auch in der Jahresveränderung entsprechend hier nach Ländern bzw. nach Regionen verteilt. Also hier das Ausmaß und man sieht auch hier in der Schätzung erwartet man, dass die Eurozone etwas stärker getroffen ist als beispielsweise die USA oder auch Japan. Denken Sie immer auch in diesem Kontext dran. Wir haben in der Eurozone eine Vielfalt von strukturellen Problemen, die bereits seit der globalen Finanzkrise existieren, die die Politik nie wirklich strukturell angegangen ist. Man hat sich über die Notenbank hier entsprechend Zeit erkauft, aber die Politik hat diese Zeit leider nicht genutzt, um hier strukturelle Änderungen hier entsprechend anzugehen. Und das rächt sich jetzt natürlich in einer Situation, die wir nun sehen. Und dementsprechend auch die Eurozone hat hier natürlich nochmal vielfältige Themen im Vergleich zu berücksichtigen, die vielleicht in den USA oder auch in Japan weniger stark sich hier entsprechend auch in der Ausprägung finden. Wie passt es dann damit zusammen zu all diesen schlechten Daten, zu dem Fall, dass wir wieder ein Rekordniveau an Erstanträgen auf Arbeitslosigkeit in den USA hatten, mittlerweile rund 22 Millionen hier das Volumen, wenn man die Datenpunkte aufaddiert in den vergangenen Wochen. Wie passt es da dazu, dass die Kapitalmärkte, insbesondere auch die Aktienmärkte, stark angestiegen sind? Sie sind hier mal dargestellt für die verschiedenen Aktienmärkte. Wir sehen diese sehr starke Bewegung nach unten. Also da war es auch egal, ob Sie in den USA auf globaler Basis oder in Europa investiert haben. Alles ging gemeinsam nach unten. Dann haben wir hier so einen Boden gefunden, so zwischen dem 20. und 25. März. Seitdem ging es wieder ein gutes Stück nach oben. Die Aktienmärkte haben ungefähr 50% des Preisverlustes aktuell wieder kompensiert. Da schauen auch die technischen orientierten Anleger natürlich auch stark drauf. Das wird auch, wenn die Bewegung noch ein bisschen weitergeht, dafür sorgen, dass technische Handelssysteme tendenziell wieder über Long-Positionen auf steigende Märkte setzen. Also es kann durchaus sein, dass wir Aspekte, die zu dieser sehr harten und schnellen Bewegung nach unten beigetragen haben, dass die sich nun umkehren, weil wir sehen auf der einen Seite diese technischen Handelssysteme, die typischerweise trendfolgend agieren, also die verstärken Trends in der Geschwindigkeit nach unten, aber die verstärken natürlich auch Trends dann wiederum in die andere Richtung. Wir sehen, dass die Schwankungsbreite stark zurückgekommen ist. Das heißt, die eingepreiste Volatilität, wenn Sie heute beispielsweise eine Absicherung kaufen möchten gegen weiter fallende Kurse, dann ist sie heute immer noch nicht günstig, aber sie ist deutlich günstiger, als das noch vor 2 Wochen der Fall war. Und diese Kombination aus fallender Volatilität in den einzelnen Vermögensklassen plus geringere Korrelation zwischen Vermögensklassen, das heißt eine bessere Risikostreuung, die führt eben auch wiederum dazu, dass Handelssysteme und große Strategieansätze, die sehr, sehr viel Kapital bewegen, dass die latent wieder neues Risikobudget bekommen und über dieses Risikobudget nun neue Positionen aufbauen, was dazu führt, dass dementsprechend auch insbesondere über die Terminmärkte hier natürlich ein gewisses Aufwärtspotenzial besteht. Also eine sehr technische Erklärung, aber das, was uns im Abschwung getroffen hat, negativ, hat natürlich nun auch in der Gegenbewegung entsprechendes Potenzial. Auf der anderen Seite, wenn wir weggehen von den für vielen Anleger abstrakten Terminmärkten, dann sehen wir, dass wir beispielhafte Mittelabflüsse aus langfristig aufgestellten Investmentfonds gesehen haben, also insbesondere auch aus Aktienmarktprodukten ist unheimlich viel Geld rausgeflossen, ist sehr prozyklisch hier quasi in den Geldmarkt gelaufen. Viele haben hier auch erst in der dritten oder letzten Woche des März hier Positionen reduziert. Das heißt, sie haben irgendwo hier unten, sagen wir mal, ihre Aktienmarktpositionen abgebaut und stellen nun fest, ja, Moment mal kurz, der Aktienmarkt ist ja jetzt 15, 20% höher als zu dem Zeitpunkt, als ich verkauft habe. Und irgendwann steigt natürlich auch dann der Druck, wieder einzusteigen. Und wenn natürlich dann dieser gefühlte Druck, der ja auch durchaus ja performancewirksamer Druck ist, dann in ein Umfeld fällt, wo wir feststellen, oh, es gibt auf einmal ein Medikament, was bei einer Gruppe in den USA dazu geführt hat, dass die Personen nach rund einer Woche ja hier deutlich besser vom Gesundheitszustand sich entwickelt haben. Wir sehen das Thema, dass wir
Lockerungen haben, was die Einschränkung der persönlichen Freiheit respektive auch der wirtschaftlichen Aktivität betrifft, dann haben sie auf einmal ein Umfeld, was zwar immer noch sehr, sehr schlecht ist, absolut gesehen, was sich relativ gesehen aber natürlich deutlich besser darstellt als die Weltuntergangsstimmung, die man vor 2 bis 3 Wochen hatte. Und dementsprechend versuchen Sie ja bitte nicht, die Arbeitslosenzahlen von gestern oder die Hochrechnungen des Internationalen Währungsfonds für das Gesamtjahr, die wir in dieser Woche gesehen haben, in Relation zu setzen zu den jüngsten Kursbewegungen, beispielsweise am Aktienmarkt. Die Börse handelt die Erwartungen in der Zukunft und sie stellt auch einen Abgleich dar der harten Daten auch zu den relativen Erwartungen. Und deswegen die Berichtssaison, die auch momentan am Laufen ist für das erste Quartal. Man weiß, der März war schlecht. Die Ausblicke sind momentan alle nicht als seriös zu quantifizieren in vielen Bereichen. Also wird man als Anleger über dieses zweite Quartal hinausschauen, richtet den Blick auf das dritte Quartal, gegebenenfalls auf das vierte Quartal. Das heißt, man weiß, die Unternehmensergebnisse für das zweite Quartal, die sind irrelevant. Dementsprechend sind, wenn die Gewinnschätzungen irrelevant sind, sind auch Bewertungsmaßstäbe wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis natürlich auch nicht wirklich fundamental sinnvoll. Also lassen Sie sich da nicht von billigen Bewertungskennzahlen wie dem Kurs-Gewinn-Verhältnis blenden. Da ist eine große Unsicherheit in der Komponente der Gewinne. Also von daher schaut man da momentan nach vorne, man schaut über 2 bis 3 Quartale hinaus, man schaut auf die relative Veränderung auch des Newsflows und der ist natürlich, wie gesagt, immer in Relation zu dem, was man vor 2 Wochen gesehen hat oder was man Ende März gesehen hat, hat sich das natürlich hier dementsprechend auch verbessert. Wenn man jetzt auch versucht, einen Kontext herzustellen, einen Zusammenhang zwischen der Wirtschaftsleistung und den Aktienmärkten, dann weiß man schon lange, dass es diesen konkreten Zusammenhang zumindest nicht im engen zeitlichen Kontext gibt. Dazu gibt es Dutzende an Studien, auch im aktuellen Umfeld. Die Kollegen von Harcourt Schaft haben das jetzt nochmal hier auch beleuchtet. Ich habe es Ihnen nochmal mitgebracht, weil ich oft feststelle, dass Anleger aktuelle Wirtschaftsdaten mit aktuellen Aktienmarktbewegungen in den Kontext setzen. Und dementsprechend sehen Sie hier den Rückgang der Wirtschaftsleistung, also hier oben auf der horizontalen Darstellung und auf der vertikalen Darstellung sehen Sie den Maximum Drawdown, also den maximalen Verlust hier am Aktienmarkt. Und Sie stellen schon fest, normalerweise würde man ja unterstellen, dass Sie hier einen hohen Gleichlauf haben, dass das idealerweise auch auf der Zeitschiene ganz gut zusammenpasst. Und da stellt man im Endeffekt fest, dieser Zusammenhang ist sehr, sehr schwer herzustellen. Der passt auf der zeitlichen Schiene auch nicht unbedingt immer zusammen. Und von daher, wie gesagt, diesen Fehler sollte man nicht machen. Denken Sie immer dran, es geht um relative Erwartungen und es geht darum, dass die Zukunft sich dementsprechend auch in den Börsenpreisen ausdrückt. Wenn die Findung der Zukunft so schwierig ist, dann drückt sich das in sehr steigenden Volatilitäten aus. Das heißt, wir sehen sehr starke Bewegungen auch bei den Preisbewegungen. Und diese Bewegungen bei den Preisbewegungen, die möchte ich Ihnen auch hier nochmal kurz zeigen und mache den kleinen Sprung, bevor wir auf die Vermögensklassen nochmal kurz eingehen. Sie sehen hier vereinfacht gesprochen die Thematik, welche Preisbewegung man normalerweise erwarten würde. Man hat da immer so dieses Thema aus der Statistik. Man unterstellt eine sogenannte Normalverteilung, die Gaußsche Normalverteilung. Viele von Ihnen kennen das vielleicht noch aus dem Studium oder auch aus der Oberstufe. Und ein 3-Sigma-Move, der ist wirklich sehr, sehr selten. Der wird in vielen Modellen gar nicht erwartet, wird ausgeblendet, obwohl er durchaus auch realistisch ist. Und da sehen Sie schon, wenn Sie relevante Vermögensklassen nehmen, wie Kupfer, Öl, die Renditen von Anleihen, Aktienmärkte, Japan, Aktienmärkte, Schwellenländer, Aktienmärkte, die entsprechenden S&P 500, da sehen Sie schon, da haben Sie in 34 dieser beobachteten Vermögensklassen eine 3-Sigma-Bewegung, also diese extrem starke Abweichung von dem, was man statistisch erwarten würde. Das erklärt auch, warum Sie zum Teil Fonds haben, die eigentlich nur ein Renditeziel von 2 bis 3% haben, also gar nicht so extrem hoch, warum die 30 bis 35% verloren haben, weil man hier eben dachte, man kann wieder alles kalkulieren und man kann die Unsicherheit über genug Berechnungen, genug Rechenpower eben auch hier doch kalkulierbar machen. Und da hat sich gezeigt, nein, das ist nicht der Fall, aber Sie sehen es auch schon hier, die Annahme einer Normalverteilung, die ist grundsätzlich zu hinterfragen, auch in Modellen. Man kann vieles rechnen,
Stichworte Value at Risk, Stichwort Conditional Value at Risk. Aber man sollte dazu natürlich immer daran denken, welche Schwächen diese Modelle haben. Und das sieht man ja auch bei einigen oder anderen digitalen Vermögensverwalter, dass es da natürlich jetzt relativ stark in die Performance reingeregnet hat. Was wir jetzt aber auch positiverweise feststellen, im Kontext dieser positiven Kapitalmarktbewegung, beispielsweise auch bei den Aktien, dass wir sehen, dass die eingepreiste Schwankungsbreite, wie schon mal dargestellt, verbal hier jetzt auch jüngst zurückgekommen ist, das hier dargestellt für die erwartete Volatilität, die Sie ableiten können aus Optionspreisen für den S&P 500. Wenn Sie das für den VSTOXX tun, für den europäischen Markt oder für den VDAX, für den deutschen Markt, dann sieht das alles relativ ähnlich aus. Dementsprechend die erwartete Volatilität kommt zurück. Übersetzt heißt das natürlich auch, dass was den Preisfindungsprozess über Aktienmarktpreise angeht, dass die erwartete Bandbreite der Schwankungen, der Unsicherheit, eben ein bisschen zurückkommt. Und das hat vielfältige Auswirkungen, wie gerade dargestellt. Beispielsweise Absicherungen werden jetzt wieder etwas günstiger. Auf der anderen Seite sehen wir, dass natürlich die geringere Schwankungsbreite höhere Positionsgrößen erlaubt, was wiederum für neues Geld sorgen wird an den Aktienmärkten, an den Kapitalmärkten insgesamt. Also das, wie gesagt, der eine Zusammenhang. Der andere Aspekt ist immer, sich klarzumachen, das eine ist Schwankungsbreite, das andere ist finanzieller Stress. Also wie sehen die finanziellen Konditionen aus in den verschiedenen Märkten? Was machen die Stressindikatoren, wie sie beispielsweise von Europäischer Zentralbank oder auch von den teilweise von lokalen Notenbanken der USA berechnet werden für das US-Finanzsystem? Und auch das sehen Sie hier dargestellt. Wie gesagt, dieser Stressindikator von der St. Louis Fed hier in lila dargestellt im oberen Bild, dann der Stressindikator der EZB in blau. Und da sehen Sie schon, die sind von niedrigem Niveau, wo wir uns vor dem Corona-Thema befanden, massiv angestiegen, also wirklich ein massiver Anstieg, sind dann aber letztendlich auch durch die Maßnahmen von Fiskalpolitik und Geldpolitik, also sprich, dass wir nicht nur sehen, dass die Notenbanken sich engagieren, sondern die Staaten geben Garantien, die Staaten übernehmen Kredite, die Staaten sind dazu bereit, Unternehmen temporär zu verstaatlichen, zu teilverstaatlichen. Dementsprechend führt es zu weniger Abschreibungen, als wenn man nichts tun würde. Geringere Abschreibung heißt, die Belastungen bei den Banken sind immer noch hoch, aber sie sind deutlich geringer als dessen, was man im Worst Case erwartet hat. Also eine relative Verbesserung. Man sieht, dass Kreditrisikoprämien wieder etwas zurückkommen. Die Volatilitäten kommen hier auch wieder etwas zurück. Und deswegen in der Konsequenz das, was wir Ihnen vor 4 Wochen auch gesagt haben, der Vergleich zur Finanzkrise, der drängt sich nicht auf. Warum? Weil einfach die Staaten und die Notenbanken heute viel früher reagieren, viel gleichgerichteter. Der eine oder andere spricht ja bereits davon, dass insbesondere in den USA das Finanzministerium und die eigentlich unabhängige Notenbank ja mittlerweile fusioniert sind. Können wir gleich beim Thema Gold als Thema nochmal aufgreifen. Aber im Ergebnis führen diese Maßnahmen eben dazu, dass die Stabilität im Bankensektor höher ist als 2008. Die führen eben dazu, dass die Kreditrisikoprämien, die man zahlen musste für die die Prämien für die Kreditausfallversicherungen von Banken, dass die wieder ein bisschen zurückgekommen sind. Also man sieht ja schon, hier wird entsprechend gestützt. Jetzt gab es jüngst nochmal Lockerungen auch für die Banken von der Europäischen Zentralbank, was auch auf diesen Value at Risk Thema als Indikator ansetzt. Also dann entlastet man die Banken auch nochmal ein bisschen. Also sprich, hier wurde schon unheimlich viel getan, unheimlich früh viel getan, um diesen ja absehbaren Kollaps der Wirtschaft auch entsprechend hier auszufangen. Wenn wir nochmal einen Blick in die Vermögensklassen werfen, dann wissen Sie, wir sind jetzt nicht der Freund davon zu sagen, kaufe ich heute Apple oder lieber Amazon oder ist Microsoft besser, weil die haben sehr viele Firmenkunden und Google hängt stark an der Werbung und die Werbung ist doch anfälliger für Einsparungen als die Microsoft Office-Lizenzen in den Unternehmen. Wir blicken sehr stark auf Faktoren, also auf Charakteristika am Aktienmarkt und das auch hier nochmal dargestellt auf globaler Basis. Und das, was wir eben sehr schön gesehen haben, was sehr mustergültig funktioniert hat, die defensiveren Segmente des Aktienmarktes, also Unternehmen mit defensiveren Geschäftsmodellen, wie hier in Orange dargestellt, die haben sich besser gehalten als der breite Markt. Den breiten Markt sehen Sie hier in diesem Lila. Also sprich, da gab es eben deutlich bessere Charakteristika, weniger Verlust entsprechend hier nach unten. Sie sehen hier die Differenzen auch entsprechend dargestellt.
Wir sehen das Momentum, auch ein Stil, bei dem Bereiche des Marktes, die in der jüngeren Vergangenheit stärker gelaufen sind, höher gewichtet werden. Dort sieht man tendenziell einen immer höheren Anteil von beispielsweise Technologietiteln. Technologie hat sich auch deutlich besser gehalten als der Gesamtmarkt. Von daher dieses Thema Faktoren am Aktienmarkt, unsere Kunden wissen das. Die beiden Faktorstrategien, Faktor Depot und Faktor Portfolio haben sich ja auch sehr, sehr gut gehalten in dieser Korrektur. Warum? Weil wir bereits im Jahr 2019 sehr stark auf diesen, insbesondere diesen Faktor hier gesetzt haben, Minimum Volatility, nicht vor dem Hintergrund, dass wir Corona haben kommen sehen, sondern vor dem Hintergrund, dass wir gesagt haben, die Märkte sind gut gelaufen, wir sehen die wirtschaftliche Verunsicherung, wir sehen Probleme in Europa, wir sehen Probleme auf globaler Ebene, was die Wirtschaftsleistung betrifft. Und dementsprechend hat man jetzt auch gesehen, es macht wenig Sinn, in der Krise sehr hektisch zu werden. Dann kann man sehr viele Fehler machen. Die Marktbewegungen sind brutal stark. Teilweise Marktbewegungen von 10% an einem Tag hoch und runter. Und das macht es natürlich sehr, sehr fehleranfällig. Und da sind kleine Timing-Entscheidungen, die können sich schnell zu großen Belastungen über die Zeit addieren. Und von daher Risikomanagement und Vermögens Strukturierung, das setzt grundsätzlich jederzeit an und nicht zu bestimmten Zeitpunkten, weil gerade die Märkte sich mal stärker bewegen. Also das ist ein großes Thema. Wir sehen aber gleichzeitig auch, dass die Sektoren und Strategien, die auch vorher schon schwach waren, beispielsweise dieses Thema Value, substanzorientiertes Investieren, da haben Sie unheimlich viele Banken mit drin und ähnliches, dass dieser Sektor auch überhaupt nicht in die Pötte kommt. Und Sie sehen schon diese relativen Differenzen hier auch zwischen dem Top-Sektor, diesem Low Volatility Ansatz, also defensive Geschäftsmodelle klassischerweise. Und eben diesem Value-Thema, da sehen Sie im Endeffekt, da haben Sie einmal minus 25 und einmal minus 10. Also 15 Prozentpunkte Unterschied. Und wenn Sie 50% Aktien haben und Sie haben 15% Unterschied, dann sind das eben 7,5% Differenz, die Sie im Portfolio sehen, weswegen es so wichtig ist, sein Aktienportfolio nicht nur auf Basis der Unternehmensnamen zu bewerten oder welche Fonds da drin sind oder welche ETFs, sondern grundsätzlich zu verstehen, wie die Charakteristika der enthaltenen Aktien und der enthaltenen Fonds sich hier jeweils darstellen und wie auch das Zusammenspiel auf der Portfoliobasis insgesamt darstellt. Im Anleihebereich sehen wir eine ähnliche Entwicklung. Sie kennen diese Grafik. Wir haben Hochzinsanleihen gesehen Anfang des Jahres mit Renditen von 3%. Da haben wir gesagt, viel zu wenig Risiko, die Prämie ist viel zu niedrig für das, was da an latenten Problemen drinstecken kann. In der Krise sind die Renditen stark angestiegen auf 8,2%. Illiquiditätsprämien plus Verunsicherung. Ich habe gesagt, naja, ich glaube nicht, dass wir kurzfristig auf die 2,9 zurückkommen. Ich schätze mal, irgendwas so mit 4, 4,5 wird es wahrscheinlich werden. Jetzt sehen Sie hier, die Renditen kamen jetzt zurück mit den Schlusskursen gestern auf 5,6%. Dementsprechend spiegelbildlich natürlich dazu die Kurse gestiegen im Segment der Hochzinsanleihen. Wir waren nicht mutig genug, in Hochzinsanleihen zu investieren. Wir haben gesagt, nein, das Risiko, was hier drinsteckt, können wir bei Aktien besser abbilden. Hier machen Unternehmensanleihen mehr Sinn. Und auch hier sehen Sie diesen Mechanismus vor der Krise 0,7, aus unserer Sicht etwas zu gering. In der Krise auf 2%, fast verdreifacht, kam jetzt wieder zurück. Spiegelbildlich hier entsprechende eben auch Kursgewinne zu realisieren. Das Problem ist, Sie müssen an die Anleihen kommen. Sie müssen jemanden finden, der Ihnen die Anleihen verkauft. Und Sie müssen bei dem Volumen, was an neuen Anleihen emittiert wird, müssen Sie zum Zug kommen. Und dementsprechend das Ganze nicht so einfach. Hier muss man schauen, wie wird das umgesetzt. Wir haben uns hier bewusst ja für zwei aktive Strategien entschieden, die letztendlich das ETF-Spektrum hier ergänzen, um das ganz dezidiert auch abzubilden. Also von daher dieses Thema mit einer aktiven Komponente in den Unternehmensanleihesektor zu investieren, halten wir weiterhin für sehr sinnvoll, weil wir davon ausgehen können, wir werden wahrscheinlich sehen, dass die Unternehmen mehr Geld behalten. Wir werden weniger Aktienrückkäufe sehen, auch auf politischen Druck. Man wird ein bisschen weniger Dividendenthematik sehen, um die Liquiditätsthematik auf der Unternehmensseite zu verbessern. Das alles nicht unbedingt positiv für die Aktionäre, aber positiv für die Gläubiger. Mit einer Unternehmensanleihe bin ich letztendlich Gläubiger. Von daher, auch hier gilt nicht schwarz oder weiß, nur Aktien oder nur Unternehmensanleihen, sondern die Mischung macht's und dementsprechend auch hier sieht man wiederum die Beruhigung bei der Marktentwicklung dementsprechend.
Wenn wir dann weitergehen, dann sehen wir das große Thema, was die Marktteilnehmer stark beschäftigt, insbesondere die, die natürlich prozyklisch am 20., 23., 25. März aus dem Markt raus sind, also die quasi den Verlust mitgenommen haben, aber die Erholung jetzt nicht. Da ein großes Thema, deswegen hier nochmal die Analogie auch zur Finanzkrise. Wir haben damals gesehen, der Markt war ein bisschen schwächer, dann gab es eine kleine Gegenbewegung, dann kam dieser richtig harte Schlag nach unten. Vielleicht war es das bereits, was wir jetzt auch gesehen haben, dass wir den größten Schlag schon hatten. Das weiß man nicht. Dann hier gab es viele Zwischenerholungen, aber danach ging es eben doch mal auch dann wieder nach unten. Und das momentan so ein bisschen der Respekt, den viele Marktteilnehmer natürlich auch haben, dass wir sagen, wir gehen nochmal runter auf die tiefsten Kurse. Wir haben das Schlimmste noch nicht gesehen. Viele Schäden sind noch nicht wirklich sichtbar. Und da ist es jetzt sehr stark davon abhängig, welche Meinung Sie vielleicht auch vorher haben. Vielleicht auch, wie man selbst positioniert ist. Also wenn sich jetzt jemand vorstellen, der gesagt hat, ich bin am 23. März aus dem Markt ausgestiegen. Der hat natürlich aufgrund seiner Positionierung die Thematik zu sagen, es muss nochmal runtergehen. Sonst wäre es ja auch eine Fehlentscheidung gewesen. Derjenige, der vielleicht gerade gegensätzlich positioniert ist, der gesagt hat, hey, ich habe doch eigentlich erst Anfang April gekauft, der sagt, naja, Moment mal kurz, der Schlag war schon, ich bin jetzt positioniert auf steigende Märkte, das ganze Thema muss so weitergehen, weil die Liquidität, die über die Notenbanken und über die Staatsverschuldung in die Märkte kommt, die muss natürlich die Vermögenspreise nach oben drücken. Von daher, Sie können momentan beides sehr gut begründen. Weiterhin stark steigende Kurse mit entsprechenden kleinen zeitlichen Rücksetzern. Nochmal ein Abknicken nach unten. Beide Extreme können Sie sehr gut begründen. Sie sehen, wie schwer das Ganze zu timen ist, weswegen wir grundsätzlich ein Freund davon sind, bei der strategischen Portfolioausrichtung als Ausgangspunkt zu sein. Vielleicht innerhalb der Aktienquote langsam ein paar Anpassungen vorzunehmen. Vielleicht auch die Phase zu nutzen, Absicherungen, die man im Oktober, November, Januar gekauft hat, zu verkaufen, um jetzt andere Formen von Absicherungen vorzunehmen, aber im Ergebnis dennoch jetzt nicht zu hart einzugreifen, sondern die Strategie, die jetzt auch wieder wunderbar funktioniert hat, sich nicht vor der Krise in den Anlagenotstand reindrücken lassen, schlechte Risiken zu geringen Renditen zu akzeptieren, sich aber auch nicht im allgemeinen Weltuntergang in Kauf Gold und alles andere ist nix, sich da reinzupressen, sondern da hier einen vernünftigen Mittelweg zu finden, wenn die Finanzplanung stimmt, wenn die Liquidität für die nächsten 12 bis 24 Monate auf dem Tagesgeldkonto liegt, dann ist Anlagehorizont da und wenn dann das Risikobudget da ist, emotional, weil die Herleitung der Anlagestrategie sauber funktioniert hat, das nehme ich für jeden von unseren Kunden hier in Anspruch. Wir haben de facto Mittelzuflüsse, wir haben neue Kunden, auch im Wettbewerbsvergleich, die sich nun für uns entscheiden. Warum? Ich glaube, ein wesentlicher Unterschied ist die Qualität in der Herleitung der Anlagestrategie, weil wer seine Anlagestrategie wirklich versteht, warum er sich wie positioniert, der kann natürlich diese Situation noch durchhalten. Wer die Cashquote, die Rücklage sauber definiert hat, wer über Gegenparteienrisiken bei Banken schon immer gesprochen hat, unabhängig von der jetzigen Krise, der kann natürlich auch hier mit einer größeren Wahrscheinlichkeit rechnen, sachlich richtige Entscheidungen zu treffen. Kommen wir zu dem Thema Gold und Inflation. Die große Frage ist ja immer, wer bezahlt eigentlich die ganzen Schulden? Und wird nicht die Geldthematik, die Geldmengenthematik, die ausufernden Notenbanken, die in Europa mittlerweile auch ja Richtung 45% der Wirtschaftsleistung gehen, die in den USA mittlerweile Richtung 25% gehen, alles weit unter Japan, die sind deutliche über 100, muss das nicht zu Inflation führen? Dementsprechend vielleicht nochmal kurz ein Begriffsdefinitionsthema. Erstmal für die Goldfans. Sie wissen, wir sind auch große Goldfans. Gold gehört in jede strategische Vermögensstruktur hinein. Auf der einen Seite ein bisschen physisch, auf der anderen Seite über physisch hinterlegte Wertpapiere, plus noch ein bisschen Silberunzen in Unzenform als Handgeld für die Extremszenarien. Und dementsprechend hier, Gold ist Geld, alles andere ist Kredit. Das passt jetzt gut. Deswegen hier mal die typische Goldback-Betrachtung, die natürlich korrekt ist. Die Frage ist immer, an was machen Sie den Wert, den Preis von Gold fest? Das zahlt keinen Zins, das zahlt keine Dividende. Sie haben keine Bedeutung in der Industrie. Deswegen hier mal das Ratio von Gold in Relation zur Geldmenge. Und da sehen Sie im Endeffekt schon, da sind wir hier unten. Also sprich, Gold ist zu einem Preis gestiegen.
jüngst ein Allzeithoch im Euro, aber in Relation zur Geldmenge muss man sagen, ist Gold so günstig wie in den letzten 100 Jahren nicht. Also das Wasser auf die Mühlen der Goldbugs, die Goldminen zeigen ebenfalls eine starke Entwicklung. Wir sind auch ein großer Freund davon, Gold in der Vermögensstruktur zu halten, haben das ja auch 2018, 2019 noch mal ein bisschen aufgebaut, aber auch hier die Dosis macht das Gift. Gold schwankt so stark wie der Aktienmarkt. Und wenn Sie Gold vergleichen, vergleichen Sie es nicht mit einem Konto, was keine Zinsen zahlt, sondern Sie müssen Gold vergleichen, was die Charakteristika, die laufenden Erträge oder weiteres angeht, eben mit einem global diversifizierten Portfolio, wo auch Gold mit drin sein kann, weil sonst haben Sie einen Äpfel-Birnen-Vergleich. Gold hat eine Schwankungsbreite wie der Aktienmarkt und muss dementsprechend auch in einer risikoadäquaten Betrachtung, wenn wir es Schwankungsbreiten orientiert haben, muss natürlich nicht mit einem Konto, sondern eben mit einem globalen Portfolio verglichen werden. Also das ist das Argument, was wir sehen. Deswegen, wir sind weiterhin auch sehr positiv für physisches Gold. Es ist der Anker außerhalb des Finanzsystems und in einer Welt, wo auch die Abwertung der eigenen Währung immer ein Thema ist, um sich Wettbewerbsvorteile zu verschaffen, ist Gold ein wesentliches Asset. In einer Welt, in der die Geldmenge wächst, in der die Schulden steigen, da haben Sie alle Argumente für Gold. Dazu das Thema finanzielle Repression. Null Zins bei einer gewissen Inflationsrate ist immer ein negativer Realzins. All das spricht für Gold. Irgendwann werden auch wieder Unternehmensanleihen vernünftiger Bonität unterhalb der Nulllinie nominal verzinst werden. Der nächste Anlagenotstand, der steht ja vor der Tür. Ob der in 6, 12 oder in 18 Monaten sein wird, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber dieses Thema finanzielle Repression spricht ja tendenziell eben auch hier weiterhin dafür, Gold als Teil der Vermögensstruktur eben zu berücksichtigen. Wenn wir über Inflation sprechen, dann auf der einen Seite kann man sagen, naja, in dem Moment, wo die Geldmenge stärker wächst als die Wirtschaftsleistung, die Differenz ist Inflation, die eine Betrachtung. Die andere Betrachtung kann an den Konsumentenpreisen festmachen. Das habe ich Ihnen hier mal mitgebracht. Wir wissen alle, die Messung ist schwierig. Ist sie korrekt? Ist sie nicht korrekt? Das ist die offizielle Lesart. Aber hier vor allem auch mal die Inflationserwartungen mitgebracht, die am Kapitalmarkt gehandelt werden. Also wo es nicht darum geht, irgendwelche Umfragen zu machen, sondern die echte Ableitung aus gehandelten Preisen, nicht kurzfristig, sondern das, auf was die Notenbank auch sehr stark schaut, für 5 Jahre, in 5 Jahren. Sie sehen es hier oben. Für die USA deutlich unter 2%. Sie sehen es hier für die Eurozone 0,95%. Also von daher, solange die Inflation gemessen an den offiziellen Warenkörben nicht steigt, hat die Notenbank kein Problem, ihre Eingriffe in den Markt hier zu rechtfertigen. Also von daher, Inflation mag perspektivisch ein Thema sein, aber momentan ist es keins. Sie haben eher ein Disinflationsthema. Der Ölpreis, Sie merken das alle an der Tankstelle oder wenn Sie Heizöl momentan einkaufen, das wirkt natürlich eher preissenkend. Nahrungsmittelpreise ein bisschen hoch, Energiepreise ein bisschen runter. Alles in allem passiert da nicht besonders viel, also vor allem auch keine galoppierende oder Hyperinflation. Man muss schauen, wie der Verbraucher agiert. Ich glaube, es wird eher sein, dass Verbraucher und Unternehmen etwas mehr sparen. Also haben wir nicht die Problematik, dass wir eine Riesendifferenz zwischen Angebot und Nachfrage haben. Die Unternehmen fahren irgendwann wieder hoch. Der Konsument spart ein bisschen. Also von daher Inflation auf dem Schirm haben. Man muss es immer berücksichtigen in der Vermögensstruktur. Es gibt Anleihen, deren Verzinsung und Rückzahlung mit der Inflation steigt, sogenannte Inflation-Linked Bonds. Ein Thema, was ich sehr spannend finde, grundsätzlich langfristig in der Struktur. Das Thema Aktien haben wir mehrfach besprochen, gehören ohnehin in eine diversifizierte Vermögensstruktur Gold. Auch das gehört in die Vermögensstruktur ohnehin mit rein. Also man kann es am Ende wieder sagen, egal wie die Fragestellungen auch sind, egal wie die Situation sich darstellt, die Antwort ist immer die gleiche. Es muss ein global diversifiziertes Portfolio sein, handwerklich sauber strukturiert, ohne Klumpenrisiken, deren Ausrichtung insgesamt, insbesondere die Aktienquote, sich an der strategischen Perspektive des Investors orientiert. Dementsprechend die Antwort auf Verunsicherung war schon immer Diversifikation und sie wird auch in der Zukunft eben Diversifikation, also echte Risikostreuung sein. Wenn wir ins Big Picture gehen, dann wird das ganz simpel sein. Sie sehen hier die Renditen verschiedener Vermögensklassen in Relation zur Inflationsrate. Wir machen das einmal im Monat neu. Geht ja auch gar nicht jetzt um die Wochenbasis, sondern geht darum, mit Zinsen wird absolut auf Dauer kein Geld zu verdienen sein. Die jetzigen Maßnahmen zementieren das Thema Nullzins auf Sicht der nächsten Jahre. Jede Form der positiven Rendite bedeutet, dass ich Prämien für eingegangene Risiken bekomme
ob ich mich als Unternehmer engagiere, weil ich Aktien kaufe, ob ich mich als Gläubiger engagiere, weil ich Unternehmensanleihen kaufe, ob ich mich in eine Schwankungsrisiko-Reihenbewege, weil ich Gold kaufe. Es ist immer das Thema, Sie kriegen eine Prämie für das eingegangene Risiko. Dieser Risikoprämienmix muss eben dem Naturell entsprechen. On the long run, je nachdem, wie schnell die Politik auch hier agiert und wie der öffentliche Druck sich darstellt, gehe ich davon aus, ich habe das mehrfach gesagt, wir werden dahin kommen, dass wir in einer konzertierten Aktion keinen Schuldenschnitt sehen, also keinen Schuldenschnitt, der den privaten Sektor trifft, weil dann würden Versicherungen, Pensionskassen, die ganze Kapital- und zinsbasierte Altersvorsorge, die wäre auf einen Schlag massiv getroffen. Das wäre politischer Selbstmord. Wir werden dementsprechend eher sehen, dass ein Teil der Staatsverschuldung, der in Form von Anleihen bei den Notenbanken liegt, der wird von den Notenbanken, wird der erlassen werden. Das heißt, der Schuldner, das ist die Notenbank, sorry, der Gläubiger. Der Gläubiger, also die Notenbank, erlässt seinem Schuldner, den Staaten, eben einen Teil der Verschuldung. Dann geht die Verschuldungsrate, die Verschuldungsquote, die man ja misst in Form von Schulden in Relation zur Wirtschaftsleistung, die geht zurück. Dann hätte man auch die Thematik, wieder einen Zins von vielleicht 1,5% zu zahlen. Also das ist ein Thema, was ich erwarte. Erstmal finanzielle Repression über die nächsten Jahre. Irgendwann wird der Druck so groß und dann wird das Argumentarium kommen. Die Kosten der Corona-Krise, an der keiner schuld war, plus das Thema Green Deal, Klimawandel, also 25 Grad im April sind ja vielleicht auch nicht so normal. Das wird Geld kosten. Wir haben das Thema Flüchtlingsintegration auf globaler Ebene als großes Thema. Wir haben demografische Punkte, die Rentengeneration, die geburtenstarken Jahrgänge der 60er Jahre, die gehen bald in den Ruhestand. Dann werden aus abstrakten Versprechungen, wird auf einmal harter Cashflow. All das wird dazu führen, dass man Schulden neu strukturieren muss. Und der gesellschaftlich einfachste Weg wird sein, wie es eben skizziert hat. Von daher, ähnlich wie bei steuerlichen Überlegungen gilt, man sollte keine Kapitalanlage nur kaufen, weil man glaubt, die Zinsen werden nie wieder steigen. Man muss immer noch schauen, dass das absolute Verhältnis passt. Sie sollten keine Investitionen tätigen, nur weil Sie glauben, der Euro fällt auseinander oder weil wir morgen eine Rieseninflation haben, sondern das Gesamtmischung muss immer passen. Man sollte sich nicht hinsichtlich von Extremen positionieren. Im Ergebnis Klarheit auf Anlegerseite ein wesentlicher Aspekt. Das ist ein großer Unterschied, ob Sie Ihr Vermögen einfach nur erhalten möchten, also ein Vermögenserhalt, das heißt, Sie sagen, die 100 sollen 100 bleiben, die Kaufkraft ist mir nicht so wichtig, oder ob Sie sagen, naja, ich bin bereit, Schwankungen zu akzeptieren, um mein Vermögen vor einer Inflation zu schützen, oder vielleicht doch in Extremen wie Währungsveränderungen und ähnlichem hier vernünftig aufgestellt zu sein. Also, das muss man klar definieren. Jeder von Ihnen hat verschiedene Motive. Für jedes Motiv brauchen Sie eine etwas andere Anlagestrategie. Am Ende muss diese verschiedenen Legosteine so zusammengefasst werden, dass sich eine Struktur ergibt, eine Anlagestrategie, die Ihren persönlichen Präferenzen entspricht und die Sie vor allem auch in Stressphasen durchhalten können.